sag mal, was ist, wenn es brennt? Ja, wenn es brennt, rufst du die Feuerwehr. Die Feuerwehr? Hallo, ist hier irgendwer von der Feuerwehr? Tati? Tati? Tata. Und schon ist Kresse wieder da. Zum Geburtstag hatten die mir einen Gutschein geschenkt für so einen Lottoladen. Ich hatte ja noch nie Lotto gespielt. Ich komme in den Lottoladen, steht hinterm Tresen eine Frau mit einem kurzen Rock, guckt mich an und sagt, na, heute schon gerubbelt? Ich sag, was geht Sie das denn an? Sagt sie, was halten Sie vom Quicktip auf die Schnelle mit Super 6? Sagt sie, wenn Sie wollen, können wir zwei zur Sicherheit auch die Glücksspirale einsetzen. Oder wollen Sie lieber ganz normal 6 aus 49? Ich sag, wissen Sie was, wenn Sie ein Mann wären und keine Frau, würde ich Sie jetzt auch was fragen. Würde ich Sie fragen, was halten Sie von 1 auf die 12? Zu Hause wieder angekommen, steht früh morgens der Nachbar vor der Tür. Mit einer Karre voll Beton. Sagt er, ich habe gerade bei mir die Terrasse betoniert und habe die Karre Beton über. Kannst sie gebrauchen? Sag, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, bin gestern aus Amerika zurückgekommen. Jetzt stehst du da mit der Karre Beton. Ich sag, vergrab deinen Beton doch im Garten. Ich war gerade eingeschlafen, klingelt's wieder an der Tür, wieder der Nachbar. Mit einer Karre voll Gartenerde. Sagt er, den Beton habe ich vergraben, jetzt habe ich die Erde über. Ich sag, du hast doch nicht alle. Hättest das Loch ein bisschen tiefer gegraben, hättest du die Erde da auch noch reingekriegt. Am nächsten Tag wollte ich mich bei dem entschuldigen. Der hat zu Hause einen Bauernhof. Ich komme in den Kuhstall, lagen im Kuhstall lauter Bücher auf der Erde. Der ganze Kuhstall war ausgelegt mit Büchern. Ich sag, warum hast du denn bei dir im Kuhstall so viele Bücher liegen? Sagt, das Finanzamt hat angerufen. Die haben gesagt, ich muss die Kühe durch die Bücher laufen lassen. Jetzt haben wir ja bei der Feuerwehr kaum noch Nachwuchs. Jetzt haben wir drei ältere Herren, alle drei schon über 90. Sagt der Erste, wenn ich manchmal bei uns im Feuerwehrstützpunkt Telefondienst habe, habe ich den Hörer in der Hand und dann weiß ich nicht mehr genau. Hat jetzt jemand angerufen, dass es brennt? Oder sollte ich jemanden anrufen, dass es brennt? Sagt der Zweite, ich habe manchmal die Uniform an und dann weiß ich nicht mehr genau. Komme ich gerade vom Brand? Oder wollte ich gerade zum Brand? Sagt der Dritte, bei mir ist zum Glück noch nicht so weit. Muss ich ja dreimal auf Holz klopfen. Der klopft dreimal auf den Tisch, dreht den Kopf zur Tür und sagt herein, ist da jemand? Einmal im Jahr haben wir unseren großen Kameradschaftsabend mit Frauen. Einer muss ja die Salate machen. Unser katholischer Pfarrer war auch da. Ich sage, Herr Pfarrer, wo ist denn Ihre Frau? Sagt er, es geht nicht wegen dem Zölibat. Ich sage, bringen Sie den Kleinen doch nächstes Mal auch noch mit. Jetzt hatten wir kein Bier mehr. Jetzt haben wir drei pensionierte Lehrer. Pensionierten Realschullehrer, Gymnasiallehrer und Sonderschullehrer. Sagt der Gymnasiallehrer, ich fahr los und hol Bier. Ich sage, im Ort ist die Polizei. Nee, sag ich, fahr los. Der kommt zurück, Führerschein weg, Auto weg. Sag der Realschullehrer, ich sage, im Ort ist die Polizei. Kommt zurück, Führerschein weg, Auto weg. Sag der Sonderschullehrer, ich sage, im Ort ist die Polizei. Kommt zurück mit drei Kisten Bier. Sag, die Polizei hat dich nicht angehalten.
Seid ihr doch, aber ich kenne noch meine Schüler alle noch mit Vornamen. Am nächsten Tag mussten wir dann zum Brand. Unterwegs sagt der Maschinist, ich muss noch mal ins Gebüsch, ich muss Pipi machen. Der steigt aus, geht ins Gebüsch, macht Pipi, kommt zurück, die ganze Hose nass. Ich sage, was hast du denn gemacht? Deine Hose ist ja ganz nass. Sagt er, ich habe mir doch jetzt eine Gleitsichtbrille gekauft. Habe ich erst was Kleines gesehen? Dann was Großes? Habe ich gedacht, das Große hört ja nicht, habe ich da wieder eingestellt. Am Brandort haben wir drei Bomben gefunden. Ich sag zum Maschinisten, was machen wir denn mit den drei Bomben? Sagt er, das Beste ist, die bringen wir zur Polizei. Unterwegs sagt der Maschinist, was machen wir denn, wenn jetzt eine Bombe explodiert? Ich sage, dann sagen wir einfach, wir haben nur zwei gefunden. In Eigenleistung haben wir dann ein neues Gerätehaus gebaut. Der Maschinist sagt, gib mir mal einen 5er und einen 3er Bohr, ich soll ein 8er Loch bohren. Ich sage, nimm doch zwei 4er, da brauchst du nicht umzuspannen. Am nächsten Tag haben wir Pflastersteine gelegt. Unser Nachbar ist Arzt. Ich sage, guten Tag, Herr Doktor. Sagt er, na Herr Kresse, bedecken Sie Ihren Fusch mit Erde. Ich sage, Herr Doktor, da haben wir eins gemeinsam. Sagt er, Sie sehen so schlecht aus. Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen nur noch 3 bis 4 Zigaretten am Tag rauchen. Sagt, mache ich ja. Sagt er, wie viel haben Sie vorher geraucht? Ich sage, gar nicht, Herr Doktor. Sagt er, haben sonst noch Probleme? Sag, jeden Morgen um 7 Uhr habe ich Stuhlgang. Sag, das ist doch ein gutes Zeichen. Sag, ich werde immer erst um 8 Uhr wach. Sag, wie oft machen Sie Liebe in der Woche? Sag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Sag, das ist ein bisschen viel. Lassen Sie den Dienstag mal weg. Sag, es geht nicht. Das ist der einzige Tag, wo ich zu Hause bin. Zum Abschluss hat er mir Zäpfchen verschrieben. Zu Hause angekommen, habe ich den angerufen. Ich sage, wie soll ich denn die Zäpfchen einnehmen? Sagt er, rektal. Ich sage zu meiner Frau, was ist ein rektal? Sagt sie, weiß ich auch nicht. Sagt sie, muss noch mal anrufen. Ich wieder angerufen. Ich sage, wie soll ich die Zäpfchen einnehmen? Sagt er, rektal. Sagt er, hat schon wieder rektal gesagt. Sagt sie, muss noch mal anrufen. Ich wieder angerufen. Ich sage, wie soll ich die Zäpfchen einnehmen? Sagt er, schieben Sie die Zäpfchen langsam von hinten in den Hintern. Sagt meine Frau, was hat er gesagt? Ich sage, jetzt ist er sauer. Weil wir für das neue Gerätehaus keine Zuschüsse bekommen haben, haben wir an das Gerätehaus ein kleines Restaurant gebaut. Und jeder Feuerwehrmann muss da einmal im Monat bedienen. Neulich war ich dran. Schreit einer, Herr Kresse, in meiner Suppe kämpfen zwei Fliegen. Sie haben sie für 4 Euro einen Stierkampf erwartet. Herr Kresse, warum heißt das hier türkisches Gulasch? Ich sag, weil der Hund Sultan hieß. Das Gulasch ist zäh wie Leder, ich sag, haben sie wohl das Halsband erwischt. Ich bin ja schon 20 Jahre bei der Feuerwehr. Zum Jubiläum haben die mir dann einen Papagei geschenkt. Ein Papagei aus dem Bordell. Den ganzen Abend hat er nichts gesagt.
Plötzlich sagt er, die Kerle kenne ich alle. Nur die Frauen sind neu. Da war der Abend gelaufen. Am anderen Tag, sein Liebling, wo ist denn der Papagei? Sagt sie, sei still und isst dein Hähnchen. Ich wieder zurück ins Gerätehaus. Ich sage, ihr müsst schon entschuldigen, dass die Feier gestern so früh vorbei war. Meine Frau ist immer so eifersüchtig, dabei betrügt sie mich selber. Ach, sagt der Maschinist, meine betrügt mich schon seit Jahren mit ihrem Tennislehrer. Ich habe unterm Bett einen Tennisschläger gefunden. Sagt der Hauptmann, und meine betrügt mich mit ihrem Golflehrer. Ich habe unterm Bett einen Golfschläger gefunden. Sagt meine Frau, betrügt mich mit dem Pferd. Der Hauptmann sagt, Kresse, sag doch, mit dem Pferd. Ich habe unterm Bett einen Jockey gefunden. Ich sag, dabei war ich vor der Hochzeitsnacht extra in so einem Laden. Ich sag zur Verkäuferin, ich hätte gern für die Hoochzeitsnacht ein paar Kondome. Sagt die, was für welche? Wir haben schwarze, rote, grüne, gelbe, Erdbeergeschmack. Sag, ich wollte die nicht essen. Sagt so, da mit einer Mickey-Maus drauf. Sag, geben Sie mir die schwarzen. Heute, 10 Jahre später, sagt mein Sohn, Papa, darf ich dich mal was fragen? Papa, du bist weiß. Mama ist weiß. Warum bin ich schwarz? Sag, du kannst froh sein, dass du keine Mickey-Maus bist. Brennt ein Feuer richtig hell, kommt die Feuerwehr ganz schnell, ist einer dabei, fliegt auf die Fresse, schärfer als scharf, ist das meist Kresse. Tschüss. Allah! Komm mit, Frau Kunzel. Unser Löscher vom Dienst, Feuerwehrmann Kresse, Klaus Böhmicke. Bis die Tage. Klaus. Ja.